Yeah, da wären wir. Da, schöne Küche. Jetzt sind wir hier, ja. Ja. Was? Okay, hier ist gleich. Hier ist es. Da siehst du. Da geht's zum Massepool. Ein Cola-Leitchen trinken. Und ein bisschen zurücklehnen auf ein Sesselchen hier. So, kurz vor 17 Uhr hier. Ich habe schon ausgepackt hier Produkte, alles. Bisschen mich breit gemacht hier. Fenster mal aufgemacht hier. Ich zeig mal den Pool, wo ich die Tage auch mal hin kann. Balkon haben wir leider nicht, aber ich habe hier dafür Basketballplatz da. Seht mal. Basketball kann ich spielen. Und da ist halt der Pool dann. Ja. Da sitzen auch so ein paar Leute schon. So ein kleiner Pool sogar noch. Ja, da kann ich dann poolen ein bisschen. Ja, aber ich bin schon ganz schön platt jetzt. Wie gesagt, wird nochmal die letzte Mahlzeit oder nächste Mahlzeit hier zu mir genommen. Habe ich ja noch gut vorbereitet in Cancun. Meine Gurke, Spargel und meine Frikadellen hier. Die werde ich mir jetzt gönnen. So, jetzt müsste mich der Dennis gleich abholen kommen hier. Huber, wie auch immer das Ding heißt. Und dann geht's ins Massagym. Hallo. Hi. Hallo, eine Fahrerin. Mhm. Eine Driverin. Das looks good hier. Das looks good hier, Jim, ja. Yeah. Mit lauter Bodybuilders hier. Guck mal. Und da sind schon die Competitor. Die Competitor. Dicken Karren auch am Start. Hier, guckt ihr es an. Masseautos hier. Boah. Das ist alles das ist aber anders als in Mexiko hier. Das habe ich vermisst in Mexiko. Masse Cars hier. Die ballert die Beine, aber richtig hier. Die will es wissen. Alter, Bench Press. Will sogar eine Bench Press Zone sogar. Das ist ein richtiges Hardcore Gym hier. Sie sagen richtig? Yeah, black man. Hello, hi. Yeah. I see you're training with Mr. Yes. Dennis. Yeah, thank you. He's killing everyone. Yeah, he's doing well. Yeah, good luck, brother. And you are good luck to for you too. That's the second title. The my idol all my life. He's been very good. So long. Los. Yeah, boy. I feel fresh, for sure. Come, Steve. Yeah. So, das war's hier im Iron Gym. Iron Religion Gym. Wir steigen jetzt ins Taxi. Auf zum Einkaufen, Wahlmarkt. So, jetzt gehen wir noch einkaufen hier im Wahlmarkt. Oder was ist das? Glockesi? Walmart. Glockesi. Ah, doch, Wahlmarkt. Walmart. So ein bisschen Steak hier, Steak. Ja gut, das ist no Antibiotics und das ist Bio. Okay. Das ist ein bisschen anders. Achso, hier nur Antibiotics, da steht es ja. Ja, aber wenn okay, ich meinst du das? Ja. No Antibiotics. Ja, dann ist das schon wahr. Wahrscheinlich ist da nur ein bisschen weniger als. Nur weniger, dann hau rein dann das Ganze. Wie brauchst du eine Frau? Ja, ich esse ja nicht mehr so viel jetzt.
Massefrikadelle. Pusatar-Fleisch mit ganz bisschen Zwiebeln und ganz bisschen Paprika. Das war's. Oh, die waren noch. So. Eben gab es noch ein paar EAA. Dienstag. Tubis. Ne, Tubis. Auf dem Dienstag. Three Days Out. Sag ich gute Nacht. Und da kocht auch schon mein Reis. Schon ein bisschen was gemacht hier, getan. Und dann halt schon auf. Da kocht Vollkornreis. 200 Gramm. Da habe ich schon 200 Gramm etwa ungefähr normalen Reis abgekocht. Hier so Reisschlotze hier noch von Reisflocken hier von aus Cancun noch. Und ja. So schaut's aus. So wird vorbereitet. Hier habe ich Tee gekocht schon. Und das sind die Vorbereitung erstmal. Oder schöne Putenbrust, die ich gleich futtern werde mit ein bisschen Reis natürlich und Ananas. Ja. Yeah. Hier schöne Ananas. Den Strunk rausfallen hier. Dann haben wir jetzt eine Portion. So. 19 Uhr hier, dunkel, Fernseher läuft und Essen wird gekocht. Abendbrotzeit. Jetzt haben wir weißen Reis gemacht hier, also noch ein bisschen für später. Und jetzt nochmal ein Steak, zwei Steaks und ein bisschen Spargel. So schaut's aus hier. Jawohl, so sieht's aus in Siegesküche hier. Und so gesund schaut das dann aus, das Wunderschönste. Ein bisschen Enzyme vorher da gab's und dann ja, nachher noch ein bisschen Tee hier. Und jetzt gibt's das hier. Handy ist nur schwer hier, Scheiß. Ingwer 96 ohne Handy. Da ist der Kollege aus Portugal, der Winner. Das ist hier, der gleich die Rede hält. Und da gibt es die Klamotte. Wo ist mein Anorak, mein zweiter?
And I hope you guys know how much we appreciate your hard work, and I wish you luck this weekend. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Cool. Second jacket here, yeah. Hier Competitor Number 4, VIP Pass und meine Startnummer. Hier die Schedule, wie es abläuft. Und wenn, wie gesagt, im Apartment wieder angekommen. Jetzt gibt es ein bisschen Vollkornreis, Spargelse, ein bisschen Ananas leicht. Und Putenbrüste, Entwässerungstee, Vitamin C und der wunderschöne Aussicht auf die Palmen von Orlando. Guck mal, da bin ich live jetzt hier in meinem YouTube. Jetzt sind wir nämlich für YouTube auch auf hier, Jungs, hier. Bei YouTube nehme ich auf, hier einmal, wie ihr alle live seid. Wie alle live reinkommen hier. Hallo. Hier bin ich am Essen. 2:30 hier in Mexiko, wollte ich schon sagen. Aber wir sind ja nicht in Mexiko. Wir sind hier in Orlando. So. Jetzt haben wir ein bisschen Farbe hier. Schon die erste Farbschicht. Hier ist der Kollege hier. Ja, hallo. Brandon Curry. Oh, yes, 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 yes. Pentino und ich habe jetzt Feierabend hier. Sie, Pentino, macht jetzt Feierabend. Wir machen Feierabend. Wie, Mike, was ist Feierabend? Feierabend ist Schluss. Schluss. Finished for the day. Finished for the day. I don't know finished. The English word. It's like finished. German? Yes. German. Feierabend. Feierabend in German. Language?
No? Guten Tag. Guten Tag? Guten Tag. That's correct. Ich habe keinen Namen. Ja, siehst du, ja. It's good German. Da ist der Kameramann von Rap One. Und wir gehen jetzt zur Halle. Weil ich bin heute dran jetzt gleich und drauf. So, da ist meine Bühne. Das ist meine Bühne da. Da bin ich jetzt stehen. Auf der Massebühne da. Hey, hallo, hi. Jetzt kam hier der Meister hin rein und hat uns Bescheid gegeben, dass wir uns warm machen sollen, breit machen sollen hier. Alle stehen auf und ziehen sich an und Posing Step. Und jetzt geht es los hier. Wir haben uns schon ausgezogen hier.
Hotel angekommen und ich dachte, ich steig mal im Pool gleich. Pass mal auf, hier am besten ein bisschen. Was ich da so hab, schönes. Ja. Echt gleich. Ich will erstmal auf jeden Fall in die Badewanne steigen und ein bisschen runterkommen. Wir haben jetzt 17 Uhr hier. Auf die Waage steigen. Und die so sagt, jetzt habe ich auch mal gut Burger gegessen und ein paar Liter getrunken, fast kann man sagen. Ja. Sagt er. Ja, noch relativ gut die Waage. Gut, war auch wieder, muss auch zugeben, war auch nochmal Pipi Mann fleißig und ja. So, in der Badewasser schön rein. Also hier wieder Zeug mitgenommen. Ein bisschen relaxing. Und hier habe ich jetzt hier noch für die Farbe besser. Und Farbe abkriegen ist. Und ein bisschen nochmal hier. Da wird mehr Salz heute rein müssen. Eieieiei, oh, ist das schön. Ist das herrlich. Puh, das ist gut. Oh, ich habe auch richtig Schmerzen nachher. Dein Bein habe ich Krämpfe gekriegt. Rücken tut mir ganz schön weh. Und bin ja vorhin schon sogar unten im Pool, habe ich mich mal hingelegt. Und bin dann sogar noch kurz eingeschlafen auf der Poolliege. Ja, bis ich dann hoch bin vorhin. Und mich hier ins Bett gelegt hat nochmal ein bisschen. Weil die Nacht war auch kurz. Nicht wirklich viel geschlafen. Ja, so ist das meistens vor dem Wettkampf noch. Und nach dem Wettkampf kommst du dann so runter und dann holst du so einiges. Oder der Körper holt sich das schon von selbst so ein bisschen. Ist das schön. Dann werden wir gleich hier mit Garnier, Hautklar, Tonerde, bisschen die Glatze hier einpolieren, weil damit habe ich, das mache ich mir zum Schluss, die Farbe so ein bisschen rollig, die wird ja am schnellsten auch abgehen. Ja, so sieht's aus. Mal so als Fazit. Ja, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, war im letzten Vergleich mit den letzten Jungs so. Für den ganzen Aufwand, wenn man das so sieht, so ein bisschen auch. In zwei Wochen jetzt Mexiko, dies, das. Nochmal jetzt hier so die Quälerei, alles. Ist dann halt schon ein bisschen schade, wenn man dann so überlegt. Ich glaube, jetzt, wenn ich. Waren dann noch, wenn ich mein Vergleich im letzten waren noch so fünf andere Jungs. Vielleicht habe ich dann drei, vier Leute noch hinter mir gelassen. War es das aber auch dann, glaube ich. Schon schade natürlich. Also, ich hätte mir schon gewünscht. Bei der Leistung, bei der Form, die ich gebracht habe, dass ich so ein Top, dass ich ein 10., 11. werde, selbst ein 11. wäre noch schön gewesen, aber ja, so einfach ein selbst so ein bisschen, aber naja, gut.
ändert jetzt nichts im Portemonnaie oder irgendwie sonst an irgendwelche Stellungnahme, irgendwie, dass man irgendwo rangiert, der Rangliste irgendwie so kriegt das nicht, aber das ist für einen selbst halt so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, Genugtuung so. Weil so gesehen habe ich mich jetzt groß nicht zu 2019 in der Platzierung verbessert. Glaube ich, wenn es so kommt, wie ich es denke. Und ich hätte schon halt gerne, wie gesagt, auch mal gepostet, hätte ich heute Abend nochmal. Habe meine Musik jetzt extra wieder fertig machen lassen. Von meinem Kumpel Bastronaut, schöne Musik. Und hätte schon gerne, wie gesagt, die Top 10 dürfen wir nur auch abends posten von dem Publikum in der anderen Halle. Und das hätte ich schon gerne gemacht. Aber es ist, wie es ist. Ja, kann man auch nicht. Sonst war es trotzdem ein gutes Erlebnis. Ein schönes Erlebnis. Und ja, bin sonst stolz auf die Form, stolz auf die Präsentation, die war auch ganz gut, glaube ich. Und ja, so ist das. Jetzt, wie gesagt, kann ich ein paar Tage noch relaxen, entspannen und runterkommen. Und dann freue ich mich eigentlich auch wieder ein bisschen in Deutschland zurück zu sein, in meiner Heimat, in Hamburg. Und dann werde ich jedenfalls meine Oma nochmal besuchen in Schwerin und wissen, was zu essen, schön Klopse essen. Und darauf freue ich mich jetzt erstmal so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. So schön es auch war, in Cancun warm und hier auch schön, im Pool noch alles und so, ist schon geil. Aber irgendwo, ja, die Heimat ist halt Heimat. So sieht's aus. So, dann werde ich hier noch ein bisschen untertauchen. Ah. Jawohl, schön.